Die AfD versucht zum Abschluss noch einmal zu mobilisieren und zu polarisieren. Gegen die Corona-Politik, gegen Einwanderungs- und Europapolitik, gegen alle anderen Parteien. Wir sind die einzige Oppositionskraft im Deutschen Bundestag. Und natürlich tut das weh. Und ich kann euch sagen, wir werden stärker im neuen Bundestag sein als bisher. Bei der FDP ist der offizielle Wahlkampfabschluss zwar erst morgen, aber auch die Liberalen sind auf der Zielgeraden. Der Generalsekretär kämpft noch einmal in Saarbrücken um Stimmen. Der Vorsitzende und Spitzenkandidat in Berlin. Wir wollen stark zweistellig werden. Ich glaube, wir haben eine Chance, den Abstand zu den Grünen zu verkürzen, weil die Menschen wissen, das Rennen um Platz 3 ist mindestens so wichtig wie das um Platz 1, wenn es um Koalitionen geht. Und auf dem Berliner Alexanderplatz versucht heute auch die Linke, die letzten Unentschlossenen zu überzeugen. Die Spitzenkandidatin kämpferisch für ein breites Linksbündnis. Wenn die SPD und die Grünen ihre Wahlkampagne und ihre Versprechen ernst nehmen, dann geht das doch nicht mit der FDP und auch nicht mit der Union. Das ist doch wieder nur eine Ausrede, 4 Jahre lang das eigene Programm nicht durchsetzen zu müssen. Politikwechsel gibt es nur mit der Partei Die Linke. Ende des Wahlkampfs von 3 Parteien, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten. 2 davon, FDP oder Linke, haben vielleicht die Chance, das Land bald mitzuregieren. Salutschüsse der Gebirgsschützen in München für CDU und CSU, die sich heute in demonstrativer Einigkeit zeigen. Kandidat Armin Laschet kämpft. 2 Prozentpunkte liegt die Union laut Umfragen hinter der SPD. Angriff auf die Sozialdemokraten. Sie fangen wieder an mit ihren alten sozialistischen Zöpfen der 80er Jahre. Bürokratie, Steuererhöhung, Leute bevormunden, ihnen vorschreiben, wie sie zu reden haben. Nein, wir haben selbstständige Bürger, die wissen das besser als diese Ideologen. Selbstbewusst der Auftritt der SPD. Ihr Kandidat zog an Union und Grünen seit dem Sommer vorbei. Olaf Scholz spürt, sagt er heute, die Leute wollten einen Aufbruch. Seine Rede stellt er unter das Leitthema Solidarität und Zusammenhalt. Wer jetzt wie die CDU, CSU und auch die FDP in dieser Lage vorschlägt, dass Leute wie ich oder Leute, die noch mehr verdienen als ein Bundesminister, jetzt mal dringend eine Steuersenkung brauchen, dass das 30 Milliarden Euro im Jahr kosten darf, der kann nicht rechnen, der versteht nichts von Finanzen, aber der handelt auch unsolidarisch. Eine Kanzlerin Annalena Baerbock, das ist seit dem Absturz der Grünen in den Umfragen wohl illusorisch. Mitregieren aber könnte drin sein. Ihre Abschlussrede widmet Baerbock ganz dem Urthema der Grünen, der Klimawende. Liebe SPD, liebe Union, die Leute sind nicht blöd. Klimakanzler auf Plakate zu schreiben, reicht nicht aus. Wir können uns keine halben Sachen mehr leisten. Es braucht jetzt endlich eine Klimabundesregierung. Aus voller Kraft, aus ganzem Herzen und mit voller Leidenschaft. Der Wahlkampf der 3 Kanzlerkandidaten ist offiziell beendet. Übermorgen haben die Wähler das Wort. Zwei Tage vor der Bundestagswahl haben die Parteien heute noch einmal um Stimmen geworben. Bei der Abschlussveranstaltung der Union in München warnte Kanzlerkandidat Laschet erneut vor einer Bundesregierung aus SPD, Grünen und Linken. SPD-Kanzlerkandidat Scholz erklärte bei einer Kundgebung in Köln, das Land brauche einen Aufbruch und einen Regierungswechsel. Grünen-Bewerberin Baerbock sprach in Düsseldorf von einer Klimawahl. Noch einmal mobilisieren, noch einmal die Kernthemen ins Zentrum rücken. Noch einmal voller Fokus auf Olaf Scholz bei der SPD. Der Kanzlerkandidat verspricht soziale Gerechtigkeit, Erhöhung des Mindestlohns, ein stabiles Rentenniveau. Vor allem geht es ihm bei seinem letzten großen Auftritt in Köln um den Zusammenhalt im Land.
was alles auch in dieser Gesellschaft unterschiedlich gesehen werden kann. Wir müssen aber trotzdem zusammenhalten. Und Respekt, das ist das, was uns miteinander zusammenführt. Das können wir nicht analysieren. Das kann man nicht beschreiben. Das muss man herstellen. Und ich will dabei mithelfen. Fast zur selben Zeit in Düsseldorf. Beim grünen Wahlkampfabschluss einer der seltenen gemeinsamen Auftritte von Robert Habeck und Annalena Baerbock während dieses Wahlkampfs. Die Kanzlerkandidatin spricht über Bildung, über Kindergrundsicherung. Und auch sie rückt noch einmal ihr Thema in den Fokus, Klimaschutz. Wirbt für einen ökologischen Aufbruch. Ja, diese Wahl ist eine Richtungswahl. Ja, diese Wahl ist eine Klimawahl und wir können uns ein Abwarten nicht länger leisten. Dann wird es unbezahlbar. Dann kriegen wir diese Klimakrise nicht in den Griff. In München beim Wahlkampfabschluss der Union Harmoniebekundungen. Die Kanzlerin tritt auf und Kanzlerkandidat Armin Laschet beschwört, man sei ein tolles Team mit Markus Söder. Den Schwerpunkt legt Laschet dann wieder auf Angriffe, auf ein mögliches rot-grün-rotes Bündnis und im Speziellen auf die SPD. Sie fangen wieder an mit ihren alten sozialistischen Zöpfen der 80er Jahre. Bürokratie, Steuererhöhung, Leute bevormunden, ihnen vorschreiben, wie sie zu reden haben. Nein, wir haben selbstständige Bürger, die wissen das besser als diese Ideologen. Es war das letzte große Fernduell der Kanzlerkandidaten. In zwei Tagen dann die Entscheidung an den Wahlurnen. Auch die anderen Bundestagsparteien bemühten sich heute noch einmal, unentschlossene Wählerinnen und Wähler zu mobilisieren. Die Spitzenkandidaten von AfD, FDP und Linkspartei bekräftigten erneut ihre Positionen, auch mit Blick auf mögliche Bündnisse nach der Wahl. Voller Einsatz, der Wahlkampf auf den letzten Metern hier in Berlin. AfD, FDP und Linke mit altbekannten Botschaften. Wir sind die Partei der sozialen Gerechtigkeit. Wir wollen nicht hinnehmen, dass die einen immer reicher und andere ärmer werden. Wir wissen von den Grünen, sie möchten mit 1 Milliarde Euro jetzt 1 Million zusätzlicher Lastenfahrräder in Deutschland subventionieren. Also nichts gegen das Lastenfahrrad. Aber ich setze Zweifel in die Idee, dass man jedes Mobilitätsproblem im verschneiten Hochschwarzwald mit dem Lastenfahrrad lösen kann. Was macht diese Regierung? Was machen die anderen Parteien mit uns? Die AfD war im Wahlkampf vor allem gegen die Corona-Politik der Bundesregierung, gegen zu viele Vorgaben beim Klimaschutz und gegen alle anderen Parteien. Denn als Koalitionspartner kommt die AfD für niemanden in Frage. Wir wollen der Stachel im Fleisch der Altparteien bleiben und auch der Regierung. Wir sind das Korrektiv, was notwendig ist, was in einer Demokratie notwendig ist. Die Linke war lange für eine Auflösung der NATO und für ein Ende aller Auslandseinsätze der Bundeswehr. Nun ein mögliches rot-rot-grünes Bündnis im Blick, heißt es. Darüber lasse sich reden. Die Partei will mitregieren. Ja, herzlichen Dank. Wenn Olaf Scholz meint, seine 12 Euro Mindestlohn mit Christian Lindner durchzusetzen oder gar mit Armin Laschet, ich glaube, da liegt er völlig falsch. Christian Lindner will gar nicht unbedingt mit der SPD regieren. Sein Wunschpartner immer noch die Union. An den Grünen wird er in einer Koalition möglicherweise nicht vorbeikommen. Naja, also es ist kein Wunschkonzert, aber richtig ist, dass mit Union und Grünen es einfacher ist als mit SPD und Grünen. Denn die SPD will die Steuern erhöhen, die Grünen wollen die Schuldenbremse aufweichen. Lieber mit Union und Grünen, wenn es geht, sagt Lindner. Dass noch etwas bei den Wählerstimmen geht, darum kämpfen AfD, FDP und Linke auch noch in den letzten Stunden vor der Wahl.